das Problem verstehen, das Design für die Lösung und Nachhaltigkeit. Service Design gestaltet und choreografiert menschliche Interaktionen mit Prozessen und Technologien in komplexen Systemen. Herausforderung der Tod. Flüssige Erwartungen. Sehr, sehr geil. Wenn riesige Unternehmen von Kundenorientierung reden und so, dann denke ich immer, sie reden halt einfach über ihre verkrustete Institution und brauchen dazu Schlagwörter, welche ihnen helfen, etwas in Bewegung zu bringen. So. Wenn kommerziell getriebene Unternehmen tatsächlich Kundenbedürfnisse befriedigen würden, wären sie nach wenigen Iterationen ihres Produktes überflüssig. Wie viele Jahre brauchte Wikipedia, bis das intransparente Gatekeeping von Brockhaus suspekt wurde? Danke, Corona-Virus. Bye bye, Dickhäuter. Die vier industriellen Revolutionen: Mechanisierung, Motorisierung, Automatisierung, Digitalisierung. Ja, nicht alle Filter sind. Aber egal, oder? Also, was ist der nächste? Der Erfolg der ersten zwei industriellen Revolutionen war natürlich das Macho-Gehabe, linear, kausal, deterministisch. Wenn dann, haha, sehr erfolgreich. Danach wurde halt auch noch integriert, dass man auch von Komplexität ausgehen muss. Das haben die Sozialarbeiterinnen, die theorietreibenden Frauen, ihrer Ingenieurmänner und Banker und Hallihallo beschrieben. Von Komplexität auszugehen ist nur die Komplementarität von Kompliziertheit auszugehen. Es gibt weiterhin ganz viele Gründe, Wasserfallprojekte durchzuziehen. Und es gibt ganz viele Momente, wo du prozessual systemisch arbeiten musst. Hallo? Wir nennen das nicht agil, aber es ist es natürlich.